Kurz vor den Einbauküchen bin ich schon auf 180. Diese gemütlich, fröhlich, preiswert Küchen hasse ich schon per se. Bloß weg hier. Ich gehe weiter auf dem markierten Weg, kriege gleich den nächsten Schub. Diese Wege, dieses Wegeleitsystem. Alle laufen auf diesen Wegen und ich als allererster vorne weg. Da hasse ich mich dann auch schon. 2 Meter hinter mir laufen extrem unauffällig 2 Marktforscher. Aber bloß nicht nochmal umschauen. Genau auf mich haben die gewartet. Denn von der Kundenzielgruppe, zu der ich gehöre, bin ich der typischste. 7000 Kundenprofile übereinander gelegt, kommt exakt mein Gesicht dabei raus. Ich bin der Zielgruppen-Leander. Der perfekte Zielgruppendurchschnitt. Ich bin der Durchschnittsmittelpunkt. Ich habe ein gehobenes Einkommen, mache 3-mal die Woche Fitness und ich bin Individualist. Was für meine Zielgruppe typisch ist. Und jetzt laufe ich brav an der Markierung dieses Wegeleitsystems entlang, das mich zu meinem Zielgruppensofa bringt. Das Zielgruppensofa Leander. Und am meisten hasse ich, dass ich die Möbel aus meiner Zielgruppe auch noch super finde. Nein, die gefallen mir wirklich. Die passen auch perfekt in meine Wohnung. Ich brauche die Maße nicht mal nachzumessen. Ich weiß, die passen. Und mein neues Sofa wird mir auch gefallen. Inklusive der Sofafüße wird das exakt so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine, die wissen schon ein Jahr im Voraus, welche Sofafüße mir gefallen. Und die bauen die auch noch, bevor ich selber das noch weiß. Das regt mich derart auf, dass man so verdammt gut kalkulierbar ist. So, und jetzt führt mich das Wegeleitsystem auch noch durch die Beistelltische. Und natürlich fällt mir sofort der Beistelltisch Leander ins Auge. Stilvoll, elegant, mit dem ganz besonderen Flair. Ja. So ein typischer Leander-Tisch. Dieses scheiß Ding glotzt mich an und ruft, hallo, kauf mich! Ich bin so individuell, ich bin nur für dich gemacht! Draufpissen sollte man. Wirklich hier und jetzt. Einfach mal Hosen runter, draufgepisst. Das wäre mal wirklich individuell. Das mache ich aber nicht. Natürlich nicht. Ich meine, ich stehe einfach nur da und hasse diesen Beistelltisch, weil ich ihn nämlich schon längst bei mir zu Hause habe. Und neben den Tischen steht eine Frau. Stilvoll, elegant. Den ganz besonderen Flair und ich weiß, die passt perfekt so von allem, auch von den Füßen. Ein kleines Zögern, kurzes Innehalten und ja, dann gehe ich weiter, denn mir fällt ein, dass ich zu Hause ja schon so eine Freundin habe. Ja, und bald habe ich das passende Sofa noch dazu. Das Zielgruppensofa Leander, auf dem ich dann in typischer Leander-Haltung sitze, mit einer typischen Geste meine Leander-Zigarillos rauche, in meinen Leander-Aschenbecher-Asche, meine Leander-Long-Drinks trinke und anschließend mit meiner kultivierten Leander-Freundin gepflegten Zielgruppensex habe. Der dauert so zwischen 14 und 18 Minuten. Wir liegen bei 16. Boah, mein Leben ist überraschungsfrei und durchgestylt. Ein perfektes, typisches Leander-Leben. Und deshalb gibt es jetzt mal was Untypisches. Ich kaufe kein Leander-Sofa. Verweigerung. Ihr könnt mich alle mal. Ich kaufe jetzt, gerade mit Absicht, das rote Rosensofa aus der Zielgruppe Horst. Ja, genau das mache ich. Das ist hässlich. Das ist wie ein Monster. Das ist wirklich eine infantile, prollige Gemütlichkeitsfantasie. Ist das. Das ist ein Möbelporno. Ist das. Das ist wirklich ein Super-GAU an ästhetischer Verirrung. Ist das. Wie das geht. Weißt du, wenn du dich da drauf setzt, dann kriegst du Pickel am Arsch. Nach 3 Minuten.
Du aus der Sofaritze quillst so von unten so eine fette, schlampige Frau. Die lackierte Fingernägel. Die stinkt nach billig Deo. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht. Das geht wirklich nicht. Oh mein Gott, ey, wenn ich dieses rote Rosensofa kaufe, da werde ich krank. Aber mein geschmackvoll durchdesigntes Leander-Leben macht mich auch krank. Das ist meine zielgruppentypische Melancholie. Wohltemperiert, diese verfeinerten Neurosen. Das kriegst du auf dem rote Rosensofa nicht. Da kriegst du höchstens eine einfache Grippe. So mit Schwitzen und Tempotaschentüchern. Ja, und vielleicht ist das genau das, was ich jetzt brauche. Und das mache ich jetzt. Und das, ihr Marktforschungsarschlöcher, das könnt ihr eben nicht ein Jahr im Voraus wissen. Da war das spontane Leben halt mal schneller. Ja, ich mache das jetzt. Ich kaufe mir dieses dreiste, überdimensionierte rote Rosensofa. Ja, das ist eine ganz spontane Stilrenitenz. Ja, das ist eine ganz persönliche, unkalkulierbare Gelsenkirchener Rebellion. Hier, und dieses Sofakissen mit den Synthetikquasten, das kaufe ich auch noch mit dazu. Und wenn ich will, dann kaufe ich mir auch noch die Häkeldeckchen. Und dann... Dann sehe ich diesen aufgeschlagenen... Hochglanzkatalog mit der aufgeschlagenen Doppelseite und da ist genau dieses rote Rosensofa vor einer cremefarbenen Tapete und daneben der schlichte Beistelltisch Leander. Überschrift Crossover-Style, Lifestyle-Rebellen. Der neue Crossover-Style für Individualisten mit dem besonderen Geschmack. Das glaube ich nicht. Das gibt's doch nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das war doch meine ganz spontane, unkalkulierbare, völlig irrationale Kundenprofilverweigerung. Das konnten die nicht wissen. Das war ein untypischer Antireflex. Das war ein verrückter Sprung ins Gegenteil. Ich meine, damit konnten die nicht rechnen. Ich weiß doch, dass das spontan war. Das ist ein Zufall, dass hier jetzt genau diese rote Rosen... Irgendwas kichert doch hier. Ich laufe wohl gerade durch einen Bildschirm, vor dem sich jemand sehr amüsiert. Ihr Arschlöcher, ihr habt euch trotzdem verkalkuliert. Denn ich kaufe das natürlich nicht. So doch nicht. Ich denke gar nicht dran. Ich kaufe doch nicht für viel Geld meinen eigenen rebellischen Impuls. Und auch wenn mir dieser rote Rosen-Crossover-Scheiß mittlerweile wirklich gut gefällt und ich... mir das auch echt irgendwie gut vorstellen kann. Dieses Krachvitale und auch dieser schlichte Beistelltisch und trotzdem nicht. Ich bin der Kunde, der euch keinen Cent mehr gibt. Ich bin der Kunde, der euch keinen Cent mehr gibt. Ja, eure ganze Kundenanalyse geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ich kaufe dieses Sofa nicht, fertig, aus. Ihr habt verloren. Ja. Und ich habe kein Sofa. Noch mal ganz in Ruhe. Wo ist das Problem? Worüber rege ich mich gerade auf? Warum soll ich mir denn nicht mein Zielgruppensofa kaufen, das mir ja gut gefällt? Weil es demütigend ist? Weil es meine Individualität verspottet? Weil es aus mir ein Pünktchen macht? Weil es meine Rebellion in Hochglanz pervertiert? Weil es meine Gefühle konsumierbar macht?
weil es mich auslacht, weil ich es hasse, weil es mich durch und durch manipuliert. Ja gut, aber es kann mir eigentlich auch scheißegal sein, oder? Ich meine, ich weiß doch, dass ich kein Pünktchen bin. Und wenn ich dieses Sofa kaufe, dann weiß ich doch, dass mir das niemand aufgeschwätzt hat. Ich meine, ich weiß doch dann, dass ich das bewusst gekauft habe, also voll mit Absicht. Und es geht doch einfach nur um die Haltung. Um eine souveräne Haltung, die da einfach drüber steht. Und wenn ich für die ein Pünktchen bin, kann mir das doch scheißegal sein. Denn ich für mich weiß ja, dass ich trotzdem ein Rebell bin. Ich zahle mit Visa Gold.